Ja, herzlich willkommen zum dritten Mal in dieser Woche, englische Woche, zu einer Spieltagspressekonferenz. Diesmal anlässlich unseres morgigen Spiels in Ingolstadt. Wir gucken auf dieses Spitzenspiel zweier Mannschaften ohne Gegentor mit 9 Punkten mit unserem Trainer Uwe Koschinat, hallo, und mit unserem Abwehrrecken Bjarne Tölke, servus. Servus. Und herzlich willkommen. Uwe, du hast ja schon vor Beginn der Saison Ingolstadt ganz oben auf deiner Liste gehabt. Jetzt haben wir am 4. Spieltag schon ein Spitzenspiel in einer englischen Woche. Wie siehst du die Lage? Wie sieht dein Kader aus? Wie hat er die Trainingswoche verkraftet? Ja, ist ja nur eine sehr, sehr kurze Zeit. Im Grunde der Bestandsaufnahme am Donnerstagmorgen und der Entscheidungen dann am Freitag, also heute, ist so, dass zu den Spielern Böder, Viana und Scheu eben jetzt mit Zellner und Ernst zwei weitere Spieler zugekommen sind, die nicht mitfahren werden. Bei Zellner war das vorher so kommuniziert und am Ende hat der Körper, vor allem das Knie, auch die Reaktion gezeigt, die wir erwartet haben bei zwei Spielen dieser Intensität und vor allem dieser zeitlichen Dichte. Und bei Dodo ist es leider so, er musste dann am Ende in der Halbzeit ausgewechselt werden, dass sich die Verletzung, das ist schon mal sicher, als eine Verletzung der Sehne am Kniegelenk herausgestellt hat. Welche Schwere und wie genau die Ausfallzeit ist, das werden wir jetzt noch sehen. Aber es ist eben jetzt keine Bagatellgeschichte, bei der wir davon ausgehen können, dass er vielleicht nächste Woche wieder auf dem Platz steht. Das müssen wir jetzt entsprechend auskurieren lassen. Und ja, deswegen ist es schon auch ein schwerwiegender Ausfall natürlich, aber einer, der jetzt unumgänglich war. Janne, du hast ja jetzt ein Spiel pausiert. Wie gut hat dir das getan und wie blickst du auf das Spiel? Ja, ich denke, vor allem so eine englische Woche, wenn man eine Einspielpause bekommt, vor allem das jetzt in der Woche, ist man auch gut im Rhythmus, dass man jetzt eine Woche zwischendurch Pause gehabt hat. Und ich denke, von der Energie hat es mir auf jeden Fall gut getan. Natürlich hätte man so oder so, will man jedes Spiel spielen, aber ich denke, da sprechen wir uns ganz gut ab, dass wir eine gute Belastungssteuerung einfach haben, ja, was meinen Körper auch angeht und was die Intensität angeht. Was für ein Spiel erwartest du morgen? Ingolstadt klarer Favorit mit einem Zweitligakader im heimischen Stadion. Wie gehst du das taktisch an? Nee, auch dort vertrete ich schon die Meinung, wie auch vor dem Elversberg-Spiel, dass wir uns da nicht zu klein machen müssen. Also klar hat natürlich der FC Ingolstadt schon aus einem Nachteil einen strategischen Vorteil gemacht. Ich glaube, dort stand zu einem relativ frühen Zeitpunkt fest, dass man nicht die zweite Liga halten kann. Somit war das mit Sicherheit von allen Absteigern der Verein, der am frühesten die Planungen für die dritte Liga auch in die Wege leiten konnte und das ja auch zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt getan hat. Ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, ist das Ziel der direkte Wiederaufstieg, dann ist der alleine schon dadurch beantwortet worden, dass man in Pascal Destreau, der seit Jahren zu den besten Zweitligatorjägern gehört, eben mit Ablöse aus einem laufenden Vertrag holt. Ich finde das total legitim, wenn man Geld hat. Aber es untermauert vor allen Dingen die Ambitionen. Da geht es dann, glaube ich, nicht um strategisch langfristigen Wiederaufbau, sondern darum, ganz, ganz schnell einfach dieses Ereignis des Abstiegs zu korrigieren und sofort wieder Zweitligist zu werden. Ich kenne die Rahmenbedingungen dort. Die sind natürlich auf ganz, ganz hohem Niveau. Und deswegen denke ich, ist es selbstredend, dass sie zu den Aufstiegsfavoriten gehören. Das haben sie jetzt durch einen guten Start untermauert. Der Kader verfügt über wahnsinnig viele Optionen. Ich glaube, zu Beginn der Saison ist die Art, wie sie aktuell spielen, vielleicht nicht unbedingt die geplante gewesen. Aber Spieler wie beispielsweise Dittgen, der ein klassischer Außenbahnspieler ist und Mittelstürmer füttert, ist eben noch nicht bei 100%, ist noch nicht im Spieltagskader. Es gibt einige Flügelspieler, die nicht zur Verfügung standen. Deswegen, glaube ich, hat man aus der Not eine Tugend gemacht, spielt jetzt mit 3 gelernten Mittelstürmern. Das bedeutet eine unheimliche Präsenz im Zentrum. Die 3 ergänzen sich aber sehr, sehr gut. Gerade gegen Dortmund, gegen eine relativ junge Mannschaft, haben sie ihre körperliche Dominanz, ihre Strafraumpräsenz untermauert, haben sehr, sehr hart verteidigt. Ihr eigener Trainer hat nach dem Osnabrück-Spiel ja herausgestellt, welche herausragende Zweikampfmentalität die ganze Mannschaft ausmacht, dass vielleicht das ein oder andere, was in der Abstimmung noch nicht zu 100% stimmt, einfach wettgemacht wird durch körperliche Präsenz und Mentalität. Und das sind die Faktoren, die die Mannschaft auszeichnen.
So, Beispiel dafür, es ist kein Gegentor, das heißt eine unheimlich intensive, gute Boxverteidigung. Sie sind in der Lage, aus Standardsituationen heraus Tore zu machen, weil sie schon sehr, sehr kopfballstark sind und sie können mit einer geradlinigen Spielkultur sehr, sehr schnell einfach Dominanz in den Strafraum bringen. Und mein Gott, was erzähle ich im Saarländer, welche Qualitäten Patrick Schmidt in der Box hat, das weiß man. Und das gilt es logischerweise für uns zu verteidigen. Stichwort Patrick Schmidt, ein Ursaarländer auf der Gegenseite, Torjäger. Wird das im Mannschaftsbereich diskutiert oder ist das völlig egal? Ihr konzentriert euch darauf, dass die Null hinten steht. Ja, natürlich diskutiert man darüber, was für Qualitäten die einzelnen Spieler haben, aber nichtsdestotrotz, sag ich mal, geht man jetzt nicht direkt auf einzelne Spieler an und da sagt, die müssen wir jetzt unbedingt nur den verteidigen, sondern ich denke schon, dass es eine geschlossene Mannschaft ist und dass die mit den dreien da vorne alle drei torgefährliche Stürmer einfach haben und wir werden alles dafür tun, dass wir hinten die Null halten und ich glaube, es wird ein guter Fight morgen. Das waren unsere Eingangsstatements. Kommen wir nun gerne zu den Fragen. Eine Frage an Uwe Koschinat. Ihr Vorgänger hatte mal vor 2 Jahren vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden, die in einer ähnlichen Situation waren als Ingolstadt, gesagt, es ist eigentlich ganz gut, wenn man so ein bisschen zerrupften Absteiger mit einer hohen Fluktuation relativ am Anfang hat, da ist der Findungsprozess noch nicht so abgeschlossen. Hat Sie es ein bisschen überrascht, weil ich habe auch so diesen Podcast mit Patrick Schmidt gesehen, der gesagt hat, wir haben eine Riesenfluktuation im Kader, wir haben schon eine schwierige Vorbereitung gehabt, dass die jetzt mit so einer weißen Weste und zumindest ja in einem Spiel auch eine relativ eine Offensivpower, ich glaube war 2x1-0 und 1x4-0, so gestartet sind. Das ist eigentlich so ein Stück weit aus der Ferne beobachtet ungewöhnlich für eine Mannschaft, die komplett oder weitestgehend neu zusammengestellt ist. Ja, aber zwei Faktoren, finde ich, sprechen dann am Ende gegen eine solche These, also jetzt in Bezug auf den ersten, auf den FC Ingolstadt. Also der eine ist einfach, dass die in allen Mannschaftsteilen eine Qualität hat, die ja durchaus auch mit dem Eigenanspruch eines Zweitligaspielers versehen ist. Also wenn du auf allen Positionen erstmal eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität hast, dann stärkt das dich ja als Mannschaft. Und das beginnt hinten mit einem Musliu, der auch eine wirklich sehr, sehr starke Rückrunde als Innenverteidiger gespielt hat, wo es ja fast eine Cleverness, eine Intelligenz war, die vertragliche Konstellation so zu wählen, dass der Spieler auch in der dritten Liga spielt. Damit hast du dann logischerweise schon mal so einen sehr, sehr gestandenen, starken Innenverteidiger, der sehr, sehr gut organisiert. Mein Gott, Nuno Sapai ist mit Fürth und einer relativ hohen Wichtigkeit in die erste Liga aufgestiegen. Insofern kann man auch davon ausgehen, dass er diese dritte Liga mit Sicherheit mit seiner individuellen Klasse beherrscht. Röhl ist wahrscheinlich derzeit der gesuchteste Drittligaspieler mit einer ganz klaren Perspektive Richtung erste Liga. Und darüber hinaus haben sie vorne mit Testron und Patrick Schmidt Spieler, die sich wahrscheinlich viel, viel mehr in der zweiten Liga sehen, aufgrund ihres Selbstverständnisses und aufgrund ihrer Vita. Insofern finde ich, ist die individuelle Klasse einfach erstmal in allen Mannschaftsteilen sehr, sehr hoch. Das gibt einer ganzen Gruppe unheimlich Stabilität. Und der zweite Punkt, weswegen möglicherweise die Vorbereitung als ein bisschen unruhig herausgestellt wurde, ist der Punkt, den ich anfangs angesprochen habe. Also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, ich verstehe mich auch mit Rüdiger wirklich gut, dass seine Spielidee, seine grundsätzliche, so hat man den Kader ja zusammengestellt, eine etwas andere war. Man hat sehr, sehr viel Geschwindigkeit und individuelle Qualität auf die Flügelpositionen gestellt und diese Spieler sind jetzt verletzungsbedingt einfach ausgefallen und dann macht mal das Trainer vielleicht auch mal aus der Not eine Tugend und bringt die drei starken Mittelstürmer vorne zusammen, vereinfacht das Spiel etwas, kultiviert es etwas mannbezogener und dadurch haben alle Spieler, glaube ich, Aufgaben, die ihnen persönlich aktuell sehr, sehr liegen und wenn das dann mit Ergebnissen irgendwo einhergeht, dann bist du auch ganz, ganz schnell in der Saison drin. Eine kurze Nachfrage, weil Sie den Spieler erwähnt haben, Marvin Röhl, Kollege aus Ingolstadt, hat mir gesagt, die rechnen eigentlich täglich damit, dass ein Wechsel zu Freiburg oder alternativ Borussia Mönchengladbach über die Bühne geht. Ihr habt aber jetzt keine Erkenntnisse, dass der morgen nicht mehr zur Verfügung stehen sollte, weil in Ingolstadt geht man davon aus, dass er noch während der Transferperiode in die Bundesliga wechselt. Nein, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich möchte ja keinem Verein etwas in den Mund legen, aber ich glaube, niemand ist mir in Ingolstadt böse, wenn ich jetzt mal so frech behaupte,
die sind jetzt nicht zwingend kurz vor der Insolvenz und brauchen jeden Euro. Also ich glaube, da geht es dann auch einfach darum, abzuschätzen, was könnte uns möglicherweise der Transfer eines so fantastischen Spielers kosten auf Strecke? Wie sehr werden wir sportlich geschwächt? Welche Möglichkeiten, welche Alternativen haben wir dann noch? Da geht es mit Sicherheit auch um diesen Faktor und mit Sicherheit auch ein bisschen darum, so, wie reagiert der Spieler auf so eine Situation? Du kannst auf der einen Seite bockig sein und den Wechsel irgendwo durchbringen wollen. Und was ich erkenne, ist, dass der Spieler so spielfreudig, so stark, auch so mannschaftsdienlich ist, ja, wahrscheinlich in der besten Phase seiner Karriere. Deswegen glaube ich, ist das ein vereinsinternes Thema, aber ohne den ganz großen Druck. Ich gehe davon aus, dass er morgen spielen wird. Jana, nach dem Elversberg-Spiel hat ein Fan zu mir gesagt, wenn der Tölke immer fit gewesen wäre, hätte er mehr Bundesligaspieler als Mike Franz. Ich glaube, das ist ein tolles Kompliment. Wie glücklich bist du denn im Moment, dass der Körper mitspielt? Und ja, wie ist denn das morgens beim Aufstehen nach so einem Spiel? Ja, natürlich bin ich froh, einfach jetzt mal seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren überhaupt eine Sommervorbereitung mal wieder gemacht zu haben. Aber ja, ich bin jetzt seit über einem halben Jahr gesund und fühle mich echt in einem sehr, sehr guten Zustand. Ich glaube auch einfach die Vorbereitung und die Trainingseinheiten haben wir eine sehr gute Belastungssteuerung hinbekommen. Und ja, natürlich die ersten 90 Minuten, die man dann spielt, sitzen ein bisschen tiefer noch in den Knochen oder in den Muskeln. Vor allem bin ich jetzt auch schon meine jungen 30 Jahre alt. Aber ich merke schon, dass ich mich von Spiel zu Spiel einfach mehr dran gewöhne und mir auch körperlich einfach vieles einfacher fällt. Herr Koschinath, gegen Dortmund haben Sie noch den einen oder anderen auch geschont und auf der Bank gelassen. Wie ist denn der Stand der Dinge bei Manuel, Mike und Sebastian? Alle drei sind komplett einsatzfähig. Mit Manu habe ich heute vorm Training nochmal darüber gesprochen, wie er die sehr intensive Einheit gestern verkraftet hat, weil er wirklich so 2,5 Tage sehr, sehr wenig gegessen hat, jetzt eigentlich sich wieder normal ernährt. Das hat er alles gut verkraftet, also die Magen-Darm-Problematik hat er komplett hinter sich gelassen. Er fühlt sich auch sehr, sehr gut und deswegen würde einem Einsatz, glaube ich, nichts entgegenstehen. Dann hat er am Ende nach einer kompletten Vorbereitung so viel ja nicht verpasst. Mike hat die muskulären Probleme soweit überwunden und steht auch jetzt voll zur Verfügung, ohne jegliche Einschränkung. Und dasselbe gilt für Sebastian Jakob. Sebi hätte ich mit Sicherheit am Mittwoch auch in die Startformation stellen können, mit dem Risiko, dass er mir vielleicht dann komplett ausgefallen wäre. Deswegen wollte ich zum einen Marvin sein Debüt einfach auch geben und auf Nummer sicher gehen, dass Sebi Jakob dann heute zu 100% zur Verfügung steht. Und der hat sich heute super bewegt in der Trainingseinheit. Und deswegen ja, spricht auch bei ihm nichts gegen einen Einsatz. Ich habe eine Frage zu dem verletzten Zellner. Ist das abzuschätzen, ob das jetzt eine längere Geschichte wird? Oder ist es mehr oder weniger schon eine Vorsichtsmaßnahme? Nein, das ist das, was ich seit dem Zelle im Januar wirklich intensiv mit mir zusammenarbeiten kann, also auf dem Platz. Vorher war er ja verletzt, was ich einfach permanent kenne. Es ist nicht zu 100% abzusehen, in welchen Situationen sein Knie reagiert und in welcher Heftigkeit. Und jetzt ist es einfach so gewesen, dass uns aber schon auch klar war, dass 2 Spiele innerhalb dieser kurzen Zeit die Wahrscheinlichkeit extremst erhöhen. Und ich habe dann einfach für mich persönlich die Entscheidung getroffen, in Bezug auf die Gegneranalyse und in Bezug auf die Regenerationsfähigkeit meiner Spieler, Piane sehr, sehr früh zu kommunizieren, dass er quasi die beiden Wochenendspiele macht, weil es aus meiner Sicht doch sehr, sehr gut zum Gegner passt und die Regeneration für ihn ideal ist. Und Zelle eher in so eine kurze Belastungsphase zu schicken, einfach in dem Wissen, dass ein drittes Spiel mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht möglich ist. Das ist jetzt auch tatsächlich so. Dann weiß man aber bei Zelle, wenn er mal so eine Woche Ruhe bekommen hat, dann regeneriert das Knie wieder ganz gut und dann kann er eigentlich wieder normal spielen. Deswegen gehe ich bei Zelle davon aus, dass er mit einer kompletten Trainingswoche auch für Aue dann wieder voll zur Verfügung steht.
Es ist bei ihm leider so, das muss man eben sagen, anders als bei anderen Spielern kann man bei ihm eben nicht davon ausgehen, dass wenn man das Ganze super steuert und er Woche für Woche spielt, dass irgendwann das Knie wieder in einem Zustand ist wie vor einer Verletzung. Das wissen wir alle bei Zelle und deswegen geht es immer darum, ihn optimal zu steuern, Trainingsformen zu finden, bei der er eine super Fitness entwickelt und auf der anderen Seite eben nicht permanent so viel Druck auf dem Knie hat. Und ich glaube, das kriegen wir gut hin, aber eine englische Woche mit so intensiven Spielen ist eben dann nicht ganz leicht. Sie haben ja eben schon die individuelle Stärke von Ingolstadt auf allen Positionen eigentlich angesprochen, aber wie sieht jetzt Ihr Plan oder wie könnte man die Offensive zum einen stoppen mit den drei starken Spielern, zum anderen, wie kann man versuchen, weiterhin auch selber vielleicht die Defensive, die eigentlich auch sehr stark besetzt ist bei Ingolstadt, trotzdem ins Wanken zu bringen? Ja, also Punkt Nummer eins, das hat dann ganz, ganz viel mit der persönlichen Einstellung zu tun, logischerweise auch mit den persönlichen Fähigkeiten. Wir müssen schon uns darauf einstellen, mit einer enormen körperlichen Robustheit zu verteidigen. Gerade lange Bälle so gut zu verteidigen, dass derjenige, der in den Zweikampf geht, es auch wirklich mit voller Intensität tut. Da muss man einfach wissen, dass die Stürmer der Ingolstadter sehr, sehr schnell einfach auch den Körper zwischen Ball und Gegner positionieren, dass sie sich den Schneid nicht abkaufen lassen. Deswegen maximale Intensität in die Zweikämpfe. Und genauso wichtig wird mit Sicherheit sein, dass die Spieler, die nicht unmittelbar am Zweikampf beteiligt sind, dass die wirklich die Tiefe sichern, sodass der Gegner nicht überfallartig und schnell irgendwo in unseren Rücken kommt. Ein elementarer Faktor wird sein, wie verteidigen wir Flanken. Das kannst du nicht permanent verhindern. Und da wird es dann schon darum gehen, diese drei Mittelstürmertypen sehr, sehr gut zu bewachen, nicht im Raum zu agieren, sondern sehr körperbezogen, permanent wach zu sein. Ich finde, da haben wir ein hervorragendes Beispiel gehabt gegen Elversberg, wo wir in der Endphase und in einer Phase der ersten Halbzeit unheimlich viel Stress in den Strafraum bekommen haben, wobei jeder in seiner Zone unheimlich aufmerksam verteidigt hat, wo es kaum Torabschlüsse gab. Das ist dann manchmal eng, aber trotzdem, wenn du eben aufmerksam bist, glaube ich, kann das schon auch eine Domäne von uns sein. Und darüber hinaus geht es natürlich darum, diese sehr mannbezogene Art der Ingolstädter zu verteidigen, dem einfach so zu begegnen, dass wir möglichst mit guten Ideen einfach Positionswechsel herstellen, um den Gegner zu bewegen, um nicht nur mit langen Bällen operieren zu müssen. Aber auch das muss logischerweise ein wichtiger Faktor sein, auch mal gezielt hinter die letzte Linie zu kommen und dann mit Sprints irgendwo den Gegner zu überraschen. Also ich glaube, wir brauchen variantenreiche Art bei unserem Spiel und sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Männlichkeit, wenn der Gegner den Ball hat. Frage an Bjarne. Deine Verletzungshistorie ist ja sehr ausgiebig auch diskutiert worden. Du hast ja auch schon mal zu uns gesagt, bist sehr froh, dass du zum ersten Mal seit 5, 6 Jahren eine unterbrechungsfreie Sommervorbereitung hast. Jetzt hast du in Elversberg was auf dem Knöchel bekommen. Bist du so strukturiert mental, dass du sagst, okay, ich kläre das mit dem Trainer ab und den Mittwoch lassen wir weg? Oder hast du vielleicht doch am Dienstagabend zu Hause mit der Freundin auf der Couch gesessen und gesagt, scheiße, eigentlich hätte ich gern die Englische auch mitgeholt? Oder bist du dann so rational, dass du sagst, okay, im Sinne der Mannschaft ist es vielleicht besser, mir fehlen diese 5%? Erzähl mal so ein bisschen, wie du damit umgegangen bist. Ja, natürlich, ich glaube, als Spieler willst du jedes Spiel machen. Also, aber durch meine ganzen Verletzungen hat man einfach auch daraus gelernt. Es wurde vorher schon gesprochen, abgesehen vom Sprunggelenk, dass ich das Spiel wahrscheinlich nicht machen werde. Und bin auch ein bisschen froh, dass mir die Entscheidung da abgenommen wurde, weil wenn ich gefragt worden wäre, hätte ich vielleicht gesagt, ja, ich möchte schon versuchen zu spielen. Aber ich glaube, dass es einfach nach den ganzen Geschichten sinnvoll war. Und ich glaube, hat man auch am Mittwoch gesehen gegen Dortmund, dass wir da einen sehr breiten Kader haben, sehr viel Qualität, die einfach, ja, genauso gut einfach in der Startelf stehen können und das Spiel entscheiden können. Nochmal eine Nachfrage zu Dominik Ernst. War das jetzt so eine akute Verletzung aus dem Spiel gegen diese Mannschaft aus der Bierstadt? Oder war das vielleicht, weil wir jetzt gerade über Belastungssteuerung geredet haben, nach dem sehr intensiven Elversberg-Spiel vielleicht dann doch so ein bisschen übermütig von Dominik, dass er gesagt hat, gegen die will ich unbedingt spielen? Nee, wenn, dann war es übermütig von mir, weil ich ihn schon auch, ich will nicht sagen vergewaltigt habe, aber gesagt habe, pass auf, eigentlich ist das ärztliche Bulletin so, dass das Risiko nicht so groß ist, weil du irgendwo über den Schmerz drüber musst und weil er für mich einfach ein wichtiger Spieler ist und weil wir ja mit Lukas Böder schon jemanden verloren haben auf der Position,
der das dann ohne Probleme spielen könnte. Dominik Becker noch nicht so eine lange Vorbereitung hat. Also dann guckst du natürlich bei aller Belastungssteuerung auch, natürlich, dass du immer die beste Mannschaft auf dem Platz hast, ganz klar. Und ich kann oder wir können beide jetzt nicht so zu 100% sagen, ob die Verschlimmerung einfach eine war, weil da latent schon etwas vorhanden war und dann sich im Spiel unter dem Druck einfach verstärkt hat, oder ob es nochmal den einen Moment gab. Das ist unheimlich schwer zu analysieren. Fakt ist, dass wir so ein bisschen von dem Risiko auch wussten und Domit das auch entsprechend mitgetragen hat, weil er nie sagen würde nein, und wir jetzt einfach in der Situation Pech hatten. Ja. Sie haben die Ausfälle auf der rechten Seite angesprochen. Auf der linken Seite hat sich eine ganz interessante Konstellation ergeben. Also wir waren alle der Meinung, Tobi Schwede ist die klare Nummer 1 nach einer sehr guten Vorbereitung und auch einem sehr guten ersten Spiel. Und jetzt ist auf einmal Pius Kretschmer, den niemand von uns auf der Rechnung hatte, mit einem, ich sag's mal, Männlichkeitsschub aus der Vorbereitung gekommen und hat eigentlich 3 klasse Spiele gemacht. Freuen Sie sich auf den Zweikampf oder sagen Sie, bei Pius ist auch immer noch der Gedanke, ihn vielleicht Zentrum 8 oder so zu stellen? Ja, in jedem Fall war es klarer Plan, bei der Kaderzusammenstellung 2 unterschiedliche Typen zu haben, die auch also unterschiedliche Positionserfahrungen gesammelt haben. Sie haben das ja auch herausgestellt in Ihrem Artikel, dass wir eigentlich nicht den ganz klar gelernten Linksverteidiger im Kader haben, sondern auf der einen Seite einen, der eher so aus der zentralen Position von hinten nach links geschoben wurde mit Pius, und auf der anderen Seite jemanden, der eher auf der offensiven Außenbahn zu Hause war, zwar an der Linie, aber eher weiter vorne und dann weiter zurückgerutscht ist. Das gibt einem im Kader eben unheimlich viele Möglichkeiten, weil Pius eher der strategische Spieler ist von hinten heraus, der dir im eigenen Ballbesitz unheimlich viele Optionen gibt, wenn es um den Spielaufbau geht. Der andere ist so ein Linienläufer. Und Sie haben es ja schon angesprochen, und dann kann man auch hervorragend die beiden miteinander kombinieren. Entweder indem sie tatsächlich mal hintereinander spielen würden oder indem du wirklich sagst, du verschiebst das Ganze aus einer Dreierkette heraus. Und ich glaube, das ist wieder ein Beweis dafür, dass wir relativ viele Möglichkeiten haben, dass wir auf Situationen reagieren können, sowohl was den Gegner angeht, aber auch vielleicht unsere eigenen Ideen. Und deswegen ist es ein Zweikampf, bei dem es wahrscheinlich auch mal Situationen der Saison geben wird, wo vielleicht dann auch beide auf dem Platz stehen, situativ oder über ein ganzes Spiel. Frage an beide am besten. Also Ingolstadt hat jetzt zweimal hintereinander dieselbe Startelf gebracht in der englischen Woche. Wird es da vielleicht am Wochenende eine Überraschung geben oder gehen Sie davon aus, dass es dieselbe wieder wird? Und auf der anderen Seite dann Stichwort Müdigkeit. Du hattest jetzt eine Woche Pause, kannst du aber natürlich sehr gut abschätzen. Wie ist das denn so, das dritte Spiel in so einer englischen Woche, wenn man das durchspielen muss, dann auch noch gegen so einen harten, in so einem harten Spiel, wie es wahrscheinlich werden wird zwischen Saarbrücken und Ingolstadt? Ja, in Bezug auf die Startformation der Ingolstädter kalkuliere ich schon eine Veränderung ein. Denn Ingolstadt hat ja noch einen wirklich interessanten Transfer getätigt. Ich kann ihn leider nicht bewerten, weil ich den Spieler nicht kenne. Der Spieler Besch, glaube ich, spricht man ihn aus Dänemark, der sich aber ja sofort eingeführt hat, quasi in seinem ersten optionellen Spiel, dann direkt mit diesem Pfostenschuss. Insofern kann ich mir schon vorstellen, weil das ja auch als sehr, sehr interessant dargestellt wurde, dieser Wechsel, sehr überraschend, dass er in die dritte Liga gegangen ist, dass der Spieler wahrscheinlich auch ein heißer Startelf-Kandidat ist. Ich glaube, das ist nicht ausgeschlossen. Ich habe mir die Kader-Zusammenstellung beim letzten Spiel angeschaut. Da ist mir aufgefallen, dass sie aber hinten dran auf den Positionen 14, 15, 16 unheimlich viele junge Spieler haben. Da stellt sich dann eben für mich die Frage, sind die dann wirklich schon so weit in einem Spitzenspiel dann so ins kalte Wasser geworfen zu werden, oder wird dann mein Kollege eher auf die Erfahrung setzen? Das kann ich unheimlich schwer sagen. Aber prinzipiell, glaube ich, ist gerade diese eine Personalie eine, die dann vielleicht doch in der Startformation steht. Ja, was die Belastung angeht, einfach in der englischen Woche, ich glaube schon natürlich, dass es jetzt das dritte intensive Spiel sein wird in einer Woche. Aber ich bin auch der Meinung, wenn man als Leistung- oder Profifußballer einfach im Rhythmus ist, dann wird man dieses dritte Spiel auch gut absolvieren können. Ich denke, dass hinten raus einfach dann vielleicht mal die Kräfte schwinden. Aber ich denke einfach, das wird jetzt auch wieder gegen Ingolstadt ein Spiel sein,
wo man einfach den Schweinehund überwinden muss und alles reinholen muss. Und ich glaube, das hat man einfach in den letzten beiden Spielen auch gesehen, dass wir jederzeit halt auch Spieler nachbringen können, die nochmal mehr Power bringen können. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns da nicht so viele Gedanken drüber machen. Kurze Nachfrage, wenn es okay ist. Also ist das quasi eher ein Vorteil für Saarbrücken, nach dieser englischen Woche mit dem Kader-Tiefe aufgereicht und wenn wir zweimal die Analyse gestartet, wie es immer schon kommt? Müdigkeit? Oh, ich kann unheimlich schwer einschätzen, was sich dann in den 90 Minuten auf dem Platz tut. Ich gehe schon davon aus, dass es einfach eine wahnsinnig körperliche Auseinandersetzung wird und logischerweise auch, ich weiß nicht, ob man das Wort heute überhaupt noch benutzen darf, also ich sage jetzt mal Materialschlacht. Also am Ende sind wahnsinnig heiße Temperaturen, wahrscheinlich zum Ende einer englischen Woche dann so die schwierigsten Rahmenbedingungen. Und da wird es mit Sicherheit auch darauf ankommen, wie kann sich jeder Einzelne überwinden. Und da spielt es dann, glaube ich, gar nicht so die große Rolle, ist das dritte Spiel für einen Spieler am Ende einer Woche, sondern wirklich eher, wie geht er mit der Hitze, der Gesamtsituation, wie geht er damit um? Und bei uns muss man eben auch so klar sagen, es ist eben bei einigen Spielern ja gar nicht so sehr die Frage, können die in Bezug auf ihren Organismus drei Spiele in einer Woche machen, sondern wirklich mehr, so wie es die Gesamtkonstitution des Körpers, ne? Riskierst du muskuläre Verletzungen, hast du einfach ein Problem, in dem du in der Regeneration in diesem einen Teil des Körpers einfach länger benötigst. Und nicht so sehr kann ein Spieler das aufgrund seiner Gesamtsituation schaffen. Ja, weitere Fragen sind nicht erkennbar. Rahmenbedingungen sind klar. Morgen 14 Uhr in Ingolstadt, Spitzenspiel. Wir erwarten aufgrund der verkauften Zahlen etwa 500 bis 700 Fans, die uns dahin begleiten. Übertragen wie immer auf Magenta und bei uns im Fanradio. Bleibt mir, euch eine gute Anfahrt zu wünschen. Der Bus wartet auch schon außen und allen anderen ein sonniges Wochenende mit einem hoffentlich schönen Ergebnis in Ingolstadt. Bis dahin eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön.